Hallo Leute, wir sind's wieder, Nathalie und Jan. Hi, in diesem Video zeigen wir euch die verschiedenen Varianten des Doppelkopfspiels. Da gibt es wieder eine ganze Menge in verschiedenen Regionen. Wir zeigen euch, was Vorbehalte sind, was Ansagen sind, was verschiedene Spielvarianten betrifft und dann ziehen wir nochmal die Karten mit den Punktenwerten aus. Wir kommen jetzt zu den Vorbehalten. Als Vorbehalte gibt es einmal das Kartenschmeißen, also Karten neu mischen. Dann gibt es noch die Armut und das Solo. Es gibt viele Leute, die spielen, dass man Karten schmeißen kann. Dazu muss man, wenn man mit Neunen spielt, ganz häufig mindestens 5 Neunen auf der Hand haben. Es gibt aber auch die Variation, dass die Leute, die ohne Neun spielen, ganz häufig mindestens 5 Könige auf der Hand haben müssen. Wenn das der Fall ist, kann man einfach sagen, jo, neu mischen. Genau, weil ein Spiel macht so auf keinen Fall Spaß. Nein. Man hat sowieso keine Chance zu gewinnen und das ist Dreck. Das ist Dreck. Das ist Dreck, Dreck, Dreck. Wir kommen jetzt zur Armut. Es könnte natürlich sein, dass ein Spieler 3 oder weniger Trümpfe auf der Hand hat. Dann macht das Spiel tatsächlich keinen Spaß. Deswegen gibt es bei der Armut die Möglichkeit, sich einen neuen Spielpartner zu suchen. In diesem Fall werden die 3 besten Karten, also die 3 Trümpfe, an den aufnehmenden Spieler abgegeben. Der gibt dann wiederum 3 Karten zurück. Er kann sich aussuchen, welche Karten er zurückgibt, ob Fehl oder Trumpf. Die beiden Spieler spielen automatisch zusammen und stellen damit die Rehpartei. Wir kommen jetzt zu den Solospielen. Bei einem Solo ist es so, dass ein Spieler gegen 3 Spieler spielt. Das sollte man sich also vom Vorfeld gut überlegen. Das heißt, man muss alleine mindestens 121 Punkte schaffen. Da haben wir folgende Variation. Es kann sein, dass jemand 2 Kreuzdamen auf der Hand hat und somit eine Hochzeit spielt. Wenn er das nicht ansagt, dann spricht man von einer stillen Hochzeit. Dann spielt er alleine gegen die anderen 3 und die anderen 3 wissen es nicht. Möchte derjenige mit der Hochzeit nicht alleine gegen die anderen Leute spielen, so hat er die Möglichkeit, einen Hochzeit anzusagen. Dann sagt er vor Spielbeginn Hochzeit und spielt automatisch mit dem ersten Fremdstich. Der muss übrigens innerhalb der ersten 3 Runden geschehen. Ansonsten spielt er mit der Hochzeit alleine. Fleischlos. Fleischlos bedeutet, dass keine Trümpfe im Spiel sind. Die höchsten Karten sind einfach die Asse, dann kommen die 10, die Könige, die Damen, die Buben und manchmal auch die 9. Genau. Deswegen wird das Spiel auch oft als Ass-Solo bezeichnet. Beim Buben-Solo ist es so, dass nur noch die Buben Trumpf sind. Alle anderen Karten sind eingereiht und fehl. Beim Damen-Solo ist es genau das gleiche. Da sind alle Damen Trumpf und der Rest ist fehl. Dann gibt es noch welche, die spielen ein Buben- und Damen-Solo. Da sind die Damen die höchsten Trümpfe und dann kommen die Buben. Der Rest ist wieder eingereiht. Beim Buben-Damen- oder Buben-Damen-Solo ist übrigens auch so, dass es keine Füchse gibt. Und keine Dullen. Das sind einfach ganz normale Karten. Beim Köhler-Solo ist es so, dass die Könige, Damen und die Buben in dieser Reihenfolge Trumpf sind. Alles andere ist fehl. Ja, also alle Bilder sind Trumpf. Farb-Solo. Ja, beim Farbsolo wird einfach das Karo durch eine andere Farbe ersetzt. Normalerweise ist es ja so, dass alle Buben, alle Damen und die Herz 10 Trumpf sind. Und alle Karos. Und alle Karos. Und dann ist es einfach so, dass Karo durch Kreuz oder Pik oder Herz ersetzt wird. Dabei ist die Herz 10 immer noch der höchste Trumpf. Und zwar immer, egal welches Farbsolo. Zu Beginn oder während des Spiels können die Re- oder Kontraparteien Ansagen machen. Ja, und zwar sind das für gewöhnlich Re, Kontra und dann kommt ganz oft noch keine 90, 60, 30 und Schwarz. Wenn man Re ansagt, bedeutet das, man hat eine Kreuzdame auf der Hand und man ist sich sicher, dass man gewinnt. Denn damit sagt man an, welche Partei man ist. Das Gegenstück zum Re-Ansagen ist Kontrasagen. Da hat der Spieler keine Kreuzdame auf der Hand und ist sich sicher, dass er das Spiel mit seinem Partner gewinnt. Re und Kontra kann man normalerweise nur so lange sagen, wie man noch mindestens 8 Karten auf der Hand hat. Wenn man mit 10 Karten spielt. Wenn man Re oder Kontra angesagt hat, kann der Partner oder man selber auch nochmal keine 90, 60, 30 oder Schwarz ansagen. Das bedeutet, dass der Gegner keine 90 Punkte oder keine 60 oder keine 30 Punkte bekommt. Oder wenn man schwarz sagt, dass der Gegner sogar gar keinen Stich bekommt. Sagt ein Spieler zu Beginn des Spiels Re, kann sein Partner sogar mit 90 antworten. Dann wissen automatisch alle Spieler, wer mit wem zusammenspielt.
Für gewöhnlich ist es ja so, dass die erste Karte die zweite gleiche Karte immer schlägt. So wie auch bei der Herz 10. Manche spielen es so, dass die zweite Herz 10 die erste Herz 10 schlägt, weil das einfach spannender ist. Wenn man beide Füchse auf die Hand bekommt, spielen einige Leute das so, dass dann aus den Füchsen Schweinchen werden. Diese Schweinchen sind dann höhere Trümpfe als die Herz 10. Deswegen spielen es auch manche so, dass das Vorspielbeginn angesagt werden muss. Ja. Der Karlchen ist der Kreuzbube. Wenn in der allerletzten Runde der Stich mit dem Kreuzbuben gewonnen wurde, spricht man von einem Karlchen und man bekommt einen Extrapunkt. Manche spielen es auch so, dass der Kreuzbube gefangen in der letzten Runde auch einen Extrapunkt gibt. Denn man riskiert ja eigentlich sonst nichts, wenn man sich den Kreuzbuben aufhebt, um Karlchen zu machen. Normalerweise ist es so, dass die erste hohe Karte die zweite hohe Karte schlägt. Viele spielen es so, dass in der allerletzten Runde es genau umgekehrt ist und die zweite hohe Karte die erste schlägt. Kommen wir nun zum Auszählen. Auch hier gibt es tatsächlich unterschiedliche Zählvarianten. Kommen wir zum Auszählen der Punkte. Dafür haben wir uns einen eigenen Doppelkopfzettel erstellt. Für folgende Konstellationen gibt es jeweils am Ende des Spiels einen Extrapunkt. Das Gewinnen gegen die Kreuzdamen, also gegen die Alten. Das Karlchen. Oder Karlchen gefangen. Fuchs, Doppelkopf, dann die Ansagen, keine 12, 9, 6, 3, schwarz. Und Re und Contra geben am Ende sogar 2 Punkte. Manche spielen es auch so, dass Re und Contra keine 2 Extrapunkte geben, sondern die vorherigen Punkte verdoppelt werden. Beim Solospiel ist es so, dass der Solospieler sogar die dreifache Punktzahl gewinnt, während die anderen die einfache Punktzahl abgezogen bekommen. Mal angenommen, der Solospieler hat 121 Punkte erzielt und von mir aus auch einen Doppelkopf gehabt, dann hätte er normalerweise 2 Punkte. Da er alleine gespielt hat, kriegt er 6 Punkte, also verdreifacht, und alle anderen Spieler kriegen minus 2 Punkte. Sollte die Verliererpartei auch extra Punkte gemacht haben, wie Doppelkopf oder Fuchs gefangen oder Karlchen, so werden diese Punkte von den Gewinnern abgezogen. Das waren alle Sonderspiele, Ansagen, Variationen, Vorbehalte, die wir so kennen und die eigentlich auch so gängig sind. Schreibt uns doch einfach in die Kommentare, wie ihr Doppelkopf so spielt. Vielleicht habt ihr ja noch andere Spielvarianten, die wir noch gar nicht genannt haben. Würde mich mal wirklich interessieren. Jo, mich auch. Also bis dann und schön fleißig teilen. Danke.